Es plätschert hier ein bisschen laut und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal raus, weil es so schön ist. Und zumindest hier haben wir blauen Himmel. Ich gebe euch gleich mal einen Schwenk hier in die Berge. Und entschuldigt bitte, dass die Augen etwas tränen. Ich habe ja eine, es macht Sinn, wenn man ein Kätzchen hat, eine Katzenallergie. Und momentan ist es so, wenn ich ins Bett gehe, legt sich Mizi sofort neben mich. Und dann streichel ich sie, bis ich einschlafe und sie schnurrt dabei. Und irgendwann nachts unbewusst reibe ich mir dann die Augen und dann wachst du so auf, dass sich die Gesichtserkennung weder im Bad noch am Handy erkennt. Grüße sie und grüße euch. Ja, und man könnte jetzt meinen, angesichts des Wetters und dieser Temperaturen, der Frühling kommt. Dem ist nicht so. Und ich hatte heute Morgen im Video eine Karte vergessen, und zwar ein Ensemble für La Cise, für den Bereich des Gardasees, was die Niederschläge angeht. Wir haben ja einen sehr, sehr niedrigen Wasserstand hier, und in Norditalien haben wir große, große Trockenheit nach wie vor. Die haben wir aus dem letzten Jahr noch mitgenommen. Und wir schauen uns mal ganz kurz die Karten von Europa an, was die Niederschlagssummen der kommenden 2 Wochen angeht. Da haben wir einmal den sogenannten Nullerlauf und den Sechserlauf. Und die zeigen gleichermaßen doch ergiebige Niederschläge rund um den Mittelmeerraum. Bei uns gar nicht mal so viel. Das liegt daran, dass die Zirkulation gestört wird. Und das wiederum hat damit zu tun, dass sich die Auswirkungen des Major Warmings und des Polarwirbels, der zerschossen worden ist, nun richtig bemerkbar machen in der Großwetterlage. Wir schauen mal ganz kurz auf den Polarwirbel oder die Reste, zumindest mal auf die Strömung in rund 32 Kilometer Höhe. Sowohl der Nullerlauf als auch der Sechserlauf des amerikanischen GFS-Modells zeigen jeweils eine Ost- bis Nordostströmung in über 30 Kilometer Höhe. Und das bedeutet einfach, der März wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit viele Lagen bringen, die aus Osten und Norden kommen. Sprich, da wird noch Winterwetter im Gepäck sein. Natürlich auch mal zwischendurch mit solchen Phasen mit dem Himmel, aber nicht mehr mit den Temperaturen, die wir jetzt haben. Übrigens, das erinnert mich daran, wir hatten, das müsste so um den 22. 23. Februar 2008 gewesen sein, deutlich über 20 Grad. Es geht also noch ein bisschen wärmer. Damals kam nichts mehr nach, aber in diesem Jahr wird noch eine ganze Menge nachkommen, auch Schnee, auch bis ins Flachland. Jetzt musste ich leider alles draußen abbrechen, weil einfach zu viele Menschen unterwegs waren. Und dann dachte ich mir, den Rest machst du auch drin im Studio ohne Plätschern. Wir schauen ganz kurz auf die gemittelte Wetterlage für den 8. März und sehen diese schwarze Linie, die sogenannte 552er, die über den Mittelmeerraum verläuft. Und grob kann man sagen, südlich davon haben wir in der Höhe Hochdruck, nördlich davon Tiefdruck. Wir sind also im Tiefdruck. Wenn wir jetzt die verschiedenen Wetterlagen mal ganz kurz als Cluster rausbilden, dann verbinden wir mal das Tief auf dem Atlantik mit dem über den britischen Inseln, Skandinavien bis nach Nordrussland rein. Da kämen wir auf die sogenannte Vorderseite. Das hatten wir die letzten Tage auch mal besprochen, durch die Kaltluft, die dann auf den Atlantik flößt. Und wir kommen ganz kurz zumindest mal auf die eher frühlingshafte und milde Seite. Wenn allerdings sich die Tiefs aus dem Norden mit denen über dem Mittelmeer verbinden würden, dann passiert das Gegenteil. Die Luft kommt fast auf direktem Wege vom Nordpolarmeer über Skandinavien und die Nordsee zu uns und bringt dann tiefstes Winterwetter. Und das wird wahrscheinlich der Wechsel werden, der uns in den Wochen zumindest mal bis Mitte, vielleicht sogar Ende März bevorstehen wird, immer wieder mit Rückschlägen aus Norden und Nordosten samt Schnee und Dauerfrost, dann Einbrüchen aus Südwesten mit fast frühlingshaftem Wetter. Das geht hin und her, wäre erstens sehr niederschlagsreich für uns, immer mal wieder Schnee, vor allen Dingen für die Berge und ganz wichtig auch für den Mittelmeerraum. Bis morgen.